Der Sozialverband Deutschland bietet in seinen rund 60 niedersächsischen Beratungszentren individuelle Sozialberatung an. Sozialberatung heißt individuelle Hilfe bei Fragen und Antragstellungen zu Rente, Behinderung, Pflege, Gesundheit und Hartz IV. Der SOVD berät Sie persönlich und vermittelt zwischen Ihnen und den Behörden. Der SOVD hilft dort, wo es scheinbar nicht mehr weitergeht. Mehr als 38.000 Verfahren führt der SOVD in Niedersachsen für die Mitglieder pro Jahr. Schwerpunkte dabei sind die Bereiche Rente und Behinderung. So, ich hatte ja einen Termin mit Ihnen ausgemacht, weil ja. Ich ein Beratungsgespräch brauchte. Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Lange? Frau Droste, ich habe ein Problem. Ich hatte vor einiger Zeit den Grad der Behinderung, der Schwerbehinderung eingereicht, hatte 30% bekommen. Der SOVD hilft auch bei komplizierten Fällen, wo es scheinbar nicht mehr weitergeht und die rechtliche Lage für den Laien unüberschaubar wird. Wir hatten das Arztes nochmal Prozente nachtragen lassen. Haben Sie den Bescheid denn mitgebracht? Ja, den habe ich mitgebracht. Upsala. Ah, wunderbar. Da können wir auf jeden Fall Widerspruch gegen einlegen und versuchen, einen höheren Grad der Behinderung zu bekommen. Mhm. Und ich lege das dann mal an. Mhm. Am Beispiel von Frau Lange sieht man, dass das Verfahren und auch die Beratung sich durchaus lohnen kann. Viele Verfahren beenden wir wirklich mit Erfolg. Als ich den Ablehnungsbescheid bekommen hatte, war ich sehr getroffen. Und ich bin sehr froh, dass ich nach einer gewissen Zeit dann den Schritt zum SOVD gemacht habe. Und dass man mir so geholfen hat, dass der SOVD für mich den Grad der Behinderung durchgesetzt hat und dass eben doch alles gut ausgegangen ist. Es lohnt sich fast immer, einen zweiten Blick auf die Bescheide der Ämter zu werfen. So hat sich der SOVD auch erfolgreich für die Rente von Frau Lange eingesetzt. Als ich dann in die Verlegenheit kam, dass ich wirklich mehr Hilfe brauche, da bin ich da mal so hintergestiegen und habe mich mal erkundigt und habe da festgestellt, dass da auch junge Leute drin sind, dass eigentlich jeder da eintreten kann und sollte, weil der SOVD eben ein starker Verband ist, der eben wirklich auch viel erreichen kann. Übrigens, der TÜV hat die Beratung des SOVD geprüft und mit einem TÜV-Zertifikat versehen.